Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben uns nach den Feiertagen auf den Weg in das neue Jahr 2023 gemacht. Das gewohnte Leben nimmt seinen Lauf. Kinder und Jugendliche besuchen die Schule, Handwerker und Arbeiterinnen und Angestellte gehen in ihre Betriebe, Büros und Werkstätten. Der Alltag hat uns wieder. Auch für Jesus beginnt eine Art Alltag. Matthäus macht das deutlich durch die besondere Formulierung von da an. Jetzt soll deutlich werden, wie dieses Licht wirkt, wie es ankommt, wie das Leben der Menschen durch Jesus erhellt, gewärmt und belebt wird. Liebe Geschwister, seine erste Aktion, er sucht sich Weggefährten, Freunde, Mitstreiter. Jesus ist also kein Solist, kein Alleinunterhalter, während alle anderen nur Zuhörer sind. Jesus stellt ein Team zusammen. Ganz bewusst beginnt er, einen Freundeskreis, eine Schar von Jüngeren und Jüngerinnen aufzubauen. Er legt den Keim, streut den Samen, steckt die ersten Triebe und bereitet so den Nährboden für seine frohe Botschaft. Am Ende des heutigen Evangeliums erfahren wir zudem, dass Jesus keinesfalls die Absicht hat, ein Schulgebäude zu errichten oder eine Zentrale zu gründen, zu der alle pilgern müssen, wenn sie ihm begegnen wollen. Im Gegenteil, er bricht auf und zieht durch ganz Galiläa. Er geht zu den Menschen, er lehrt, verkündet das Evangelium und heilt Kranke und Leidende. Liebe Schwestern und Brüder, Menschen erfahren, dass es in ihrem Leben hell und warm wird, die einen erhalten, Wegweisung für ihren Alltag. Andere legt er durch seine frohe Botschaft neue Hoffnung auf Versöhnung und Frieden ins Herz. Und dritten nimmt er die Belastungen und Einschränkungen, die durch Krankheit oder Leiden verursacht sind. Diese Erfahrung und diese Entfaltung spricht auch uns heute an. Er ruft Freunde, die er später selbst aussenden wird. Auch heute sucht Jesus das Miteinander. Er braucht uns heute wie damals den Petrus und Andreas, wie Jakobus und Johannes. Wir sind heute seine Weggefährten, wenn seine Botschaft von den Menschen gehört und lichtvolle Erfahrungen geschenkt werden sollen.